Gut. So, willkommen zurück. Ja, was habe ich diesmal verkackt? Also ich muss natürlich mal wieder neu starten, weil, also was heißt neu starten? Das Safe Game, was ich euch gezeigt hatte, nochmal laden. Weil er nicht gespeichert hatte nach dem Aufnehmen. Sehr schön. Ich habe diesmal natürlich vollkommen vergessen, die komplette 6. Armee, die ich ja eigentlich sichern will, mit der ich sichern will, so rum hier runter zu verlegen. Das habe ich ein wenig verschissen. Ich habe auch nochmal mit der Marine aufs Maul gekriegt. Müssen wir mal gucken. Und wir werden jetzt ahistorisch Fall Rot starten. Für die, die da geschichtsträchtig nicht so versiert sind, Fall Gelb war der Überfall auf die Benelux. Belgien, Niederlande, Luxemburg, was ich ja jetzt hier praktisch schon fast habe. Fall Rot war dann der Niedergang Frankreichs. Wir werden das jetzt starten und werden unseren Panzertruppen, die da schon mal ein bisschen frei sind, den Durchmarsch über Sedan befehlen. Siebtes. Ist da nur das siebte? Ach so, der Rest steht hier, ne? Achtes und neuntes. Und zehntes sogar, genau. Also, Moment. Da stehen aber hoffentlich noch mehr. Ein bisschen Infanterie? Nein? Verdammte Axt. Mist. Das heißt, es wird ganz dringend Zeit. Ja, da steht ja nur ein Flakregiment. Was sind das? Boah, was habe ich denn da gemacht? Shit. Das heißt, ich kann das 10. auf keinen Fall mit ganz vorschicken. Oder sagen wir mal das 7. Wir lassen vom 7. was stehen. Die 31. Ach so, die hat da immer noch den Angriffsbefehl. Oh, verdammt. Naja gut, also gut, die 33. geht jetzt mal. Ach, die steht auch ganz woanders. Ja, was steht denn dann hier überhaupt? Nur die Infanteriedivision. Na klasse, also müssen wir 8., 9., 10. nehmen. Den Rest müssen wir hier stehen lassen, weil sonst kriege ich aufs Maul. Das habe ich ja klasse gemacht. Was habe ich denn da gemacht? Ja, irgendwie ein bisschen scheiße, ne? Würde ich sagen. Verdammt. Ja gut, die marschieren jetzt gerade dahin. Die können dann irgendwie sichern, aber im Moment jetzt. Blöd, ich wollte jetzt voll durchraschen. Das wird nichts. Naja gut, die 36. Mal. Ja, ob ich jetzt Sedan oder hier, das ist ja wurscht. Geht da durch. Die 37. geht da durch. Die 38. kann dann schon Verdun. Ach, ist hier gar keine Festung. Okay. 39. Verdun. 40. dann dieses Saint-Dizis von mir aus. 41. auch. 42. Dieses, was weiß ich, wie auch immer das Ding heißt. Ich kann kein Französisch. Zumindest nicht sprechen. 'M, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, ach, wird schon schief gehen. Weiß jetzt nicht, wo ich genug hingeschickt habe, wo nicht. Alles schon mal ein bisschen vor. So, und die 50. auch erstmal nur hier. Haben wir zumindest schon mal einen kleinen Keil unterhalb von Paris. Ja, marinemäßig leider ein bisschen aufs Maul gekriegt. Ein bisschen was gebaut, ja. Wie vorhin auch, nur diesmal ein bisschen weniger. Hier, das läuft nicht gut. Aber mal schauen, wie wir klarkommen. Ich meine, wir schießen uns zusammen, klar, aber naja. Mal gucken, ob man es irgendwie... Da ist schon noch ganz schön was drin. Ich müsste da mehr Infanterie hinbringen, aber das kann ich im Moment nicht. Hier mal die 88 und 89. Die greifen sogar an in Eindhoven, das ist okay. Das heißt, die sind beide frei. Das ist in Ordnung, dann würde ich nämlich sagen. Ah, hier haben wir auch noch eine 92. Ja, cool. Okay, die 92 auch hier mit hin. Dann haben wir was zum Rausschicken. Die marschieren gerade dahin, jawohl. Naja, dann würde ich ja sogar sagen, die 89 jetzt auch noch hierher, dass ich das jetzt hier langsam mal abschließen kann. Hier haben wir die 82 und mehr aber auch nicht. Da haben wir die 79, die habe ich gerade runtergeschickt, glaube ich. Hier ist die Heeresdienststelle, die bleibt definitiv stehen. Die Dreier, wobei die können die nach Zwolle. Nein, Quatsch, nein, warte mal. Was mache ich denn hier gerade? 78, genau, die Zweier geht dahin. Die Vierer kann dann mal hier rein. Ihr müsst ja in Arnheim nicht angreifen, das machen ja eh schon die anderen, das passt schon. Oder die B2 oder wie das Ding heißt, ja. Okay, das heißt, wir werden jetzt mal kurz Pause rausmachen. Sehen, wie wir aufs Maul kriegen. Vielleicht noch mal schnell unsere U-Boote angucken.
Irgendwie läuft da was absolut beschissen. Gut, die regenerieren sich gerade, die sind fit. Die Los ist auch noch in Ordnung. Die sind sowieso alle runtergebombt. Die ist, naja, wir können sie mal noch kurz lassen. Die, ja, regeneriert sich. Die ist fit, die ist fit, die ist fit. Die 14, die, ja, gibt es nicht mehr im Endeffekt, genau. Ja, Pech. Ihr macht im Moment nichts. Gut, hier haben wir, ja gut, hier haben wir verloren. Und zwar wie schön. Ihr seht zu, dass er euch verpisst. Wenn er das überhaupt noch schafft. Und zwar kein Befehl Convoy Rating, sondern Rebase dahin. Bitte. Aha. Naja, mal gucken, ob das läuft. Ist die Frage. Ja, die München Oberbayern, weil die zusammengeschossen hat, die kann ich jetzt nicht nehmen. Jetzt wäre aber die Frage, ob wir vielleicht die U-Boote irgendwie schützen können mit der Kriegsmarine, indem wir hier in hier Sortie ist es, glaube ich. End the surrounding area, genau. Except, mach mal. Wird schon schief gehen. Genauso wie die Hamburg-Flotte. Naja, da würde ich sogar sagen, ihr bleibt mal auf Intercept. Vielleicht, wenn ich gerade sehe, wir haben doch irgendwo noch ein baltisches Geschwader. Wieso hatten das keinen Befehl? Was ist denn hier passiert? Ist KS gefallen oder was? Was ist denn da passiert? Oh. Ups. Ist der gefallen? Scheiße. Sortieren nach Rang. Wen habe ich denn hier noch? Ja gut, Schulze könnte auch. Aber gut wäre der Typ jetzt nicht. Ey. Was ist das denn? Was habe ich denn da getrieben? Ja gut, klar, die starten Großkreuz zumindest. Das wäre schon besser. Oder eben der mit dem Ritterkreuz. Weil der hat halt den Aufklärer schon. Ja gut, was soll's. Du hast zwar jetzt nicht die beste Fähigkeit. Jetzt kann ich euch natürlich auch nicht losschicken. Aber was ist denn da passiert? Der ist gefallen. Ja, so ein Scheiß. So, ja, unten in der Schweiz können wir eigentlich auch gleich mal loslegen hier. 16. rein. Wo ist denn die 17.? Ja, die kann auch gleich mit rein. Die 18. kann auch gleich mit rein. Dann haben wir hier die 11. Ach, die müsste sowieso über Dingsbums gehen. Ja, gut, von mir aus. Die 12. Die 13. Dann haben wir noch eine 19. mit rein. Dann haben wir ja die 157, gehst jetzt einfach mal dahin. Weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt alles ist, aber egal. Alle mal hier noch ein bisschen runter verteilen, dass es hier weitergeht. Gut, okay. Dann haben wir hier aber immer noch einiges übrig eigentlich, um versuchen hier noch ein bisschen reinzugehen. Kannst du was? Ja, du bist Fortress, okay, ach warum denn nicht? Und Lichel von mir aus auch, du bist auf dem Fortschritt, glaube ich. Und vielleicht kannst du sogar schon irgendwas. Du bist auch Gebirgsjäger, warum denn nicht? So, los geht's, legt mal los. Ja, wir haben pure Supply, naja gut, Pech gehabt. Hier klappt's auf jeden Fall, Long 40s, ja, also wir versenken auf jeden Fall was. Warum habe ich hier gerade Minus? Was ist das für ein Blödsinn? Und jetzt seht mal zu, dass hier der Blödsinn in den Benelux-Staaten abgeschlossen wird. Battle of Eindhoven, jawohl, das haben wir gewonnen. Klar, was auch sonst. St. Claude. Nuclear Research ist drüber, aha. Hier können wir mal gucken. Jetzt muss ich nur diesmal auch wirklich aufpassen, weil der letzte Part wurde ja wieder viel zu lang. Small Navigation Radar, wo ist denn das, auf welchem Fortschritt? 41, ja komm mal, lass es drin, okay. Advanced Armor Designs, ich glaube, da bin ich sowieso drin, das will ich haben, ja klar, das ist nämlich ein 41er, den ich erst kürzlich freigeschalten habe. Weitermachen. Aha, hier starten jetzt die Angriffe auch meiner Panzer. Okay.
94, 97 und die 34. Panzer. Die gehört eh ins 4. Korps, die kommt, greift Brüssel mit an. Ins 7. Korps meine ich. Nee, du jetzt mal nicht, sondern nehmen wir lieber nochmal eine Infanterie. Und zwar meinetwegen die 97. greift mal an. Erzählt dem jetzt in Brüssel mal langsam was. 17% bloß, naja, das geht halt absolut nicht gut. Wir könnten jetzt versuchen, der ist eigentlich fit. Versuchen wir Ground Attack, wenigstens einen Tag lang. Danach bist du sowieso im Arsch. Boah, bist du im Sack. Hör auf. Alter, bist du im Sack. Versuch mal hier, ja gut, von mir aus eher Intercept. Kampfgruppe Belge, da ist eigentlich auch ganz fit. Versuch du auch mal ein bisschen kurz Ground Attack. Genauso der Immelmann. Horst Wessel, du kannst mal hier so ein bisschen, aber vielleicht lieber Region. Jo, eher Intercept, okay. Weiter. Und jetzt bombt die mal ein wenig. Gyro-Side vom Panzer haben wir verbessert. Ich glaube, das... nee, das war nicht vom Panzer. Ach so, das ist Flieger gewesen, aber das kann ich auch nicht weiter verbessern. Das habe ich jetzt und fertig aus. Wo ist denn das gewesen? Das müsste ja unter Avionics sein, oder? Genau, Gyro-Side. Yo. Jagdbomber, Air Attack, also das dann ist doch nicht schlecht. Dann habe ich ein bisschen besseres Luftangriff. Jo, hier klappt es also, da sind wir sozusagen drin. Die greifen uns an, das ist auch klar. Herr Togenbosch, was ist denn hier eigentlich los für eine Scheiße? Es steht auf Minus noch was, aber der hält uns zurück. Der hat wahrscheinlich irgendeine Fähigkeit, die uns... ja, Quartiermeister, also der macht hier Verzögerungstaktik, um uns aufzuhalten. Weil eigentlich ist er schon am Boden. Ja, also wie gesagt, unsere Transporter, unsere Dings funktionieren ja trotzdem ganz gut. Unsere U-Boote. Ja, der, wie gesagt, macht jetzt im Moment nichts. Jetzt hier, du kannst es sofort wieder stoppen. Ja, hat er schon automatisch, okay. Du bist gerade eher Intercept. Vergiss es, hör auf. Alter, kriegt man hier gerade aufs Maul. Du kannst auch aufhören. Macht keinen Sinn. Du versuchst jetzt mal hier... Air Intercept. Du bist dabei. Du bist dabei. Hier ist niemand drin, in Delmenhorst auch nicht. In Emden wäre die schweren Bomber, ja, die hat er mir total zusammengeschossen. Zerstörer. Ja, noch ein schwerer Bomber, die aber nicht voll ist. Hier haben wir noch einen Jagdgeschwader, auch immer total zusammengeschossen. Der ist einigermaßen fit unter Sperle, aber naja. Der Seeaufklärer, genau dasselbe hier, Zerstörer. Jagdgeschwader 2, ich würde sogar sagen, dich könnte man mal verlegen. Wohin ist jetzt die Frage? Ja, hier, das haben wir noch nicht. Das wäre mal ganz nett. Nee, dann bleibt ihr noch stehen, was soll's. Bremen. Haben wir hier noch was? Nein, in Hildesheim haben wir das Ersatzjagdgeschwader. Du könntest eigentlich auch mal vielleicht nach Bitburg gehen. Rebase. So, wie läuft es denn jetzt hier unten? Sind wir da jetzt mal durch? Nö. Also in dem einen Jahr. Aha, jetzt passiert wieder was hier. Das war nur ein kurzes Minus. Jawohl, jetzt dürfen wir auch nämlich die Panzerarmee machen. Ja, und auch das hätte ich ganz gern. So, hier passiert auch was. Aber wie gesagt, da in Brüssel sieht es noch ziemlich schlecht aus. Breda haben wir, müsste aber irgendwo da unten gewesen sein, oder ist das in... Ne, das ist nicht da unten, das muss irgendwo hier oben sein. Hä? Bin ich jetzt dumm? Breda. Naja, gut, egal. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Wir sollen die Metall geben, von mir aus könnt ihr haben.
Du greifst gerade da an, nach Betuwe. Du könntest, du 78 bleibt stehen, aber die 80 könnt ja mal da angreifen. Massenangriff. Jawohl. Da marschieren wir gerade rein. Jawohl, Annecy. Das war jetzt, glaube ich, sogar schon Frankreich hier. Jo. Müsste hier unten irgendwo sein, ne? Genau, haben wir jetzt auch. Auch da kommen wir rein. Hier stehen noch die ganzen HQs. Nur die HQs oder stehen da auch noch Einheiten? Ach ja, natürlich die Einsatzkommandos. Die müsste ich dann langsam, wenn sie besser sind, auch mit Anführern versehen. Ja, hier müssen wir mal ein bisschen unterstützen. Okay, das war's, was wir brauchen. Dann hier rein. Und von mir aus hier noch rein. Das ist jetzt alles jetzt nicht unbedingt richtig, wie ich das machen wollte, aber Hauptsache habe hier gesichert. Ich weiß nicht, ob ich die Maschelon-Linie angreifen soll, ob das Sinn macht. Ja, die sind fertig. Für 61 Stunden lang noch. Und hier die für 53. Also die nächsten 2 Tage können wir nichts machen. Ah, wir haben aber langsam einen Fortschritt. Wir könnten uns mal die hier alle angucken. Ja, okay, also du hörst auf. Das hat keinen Zweck. Auch wenn es dann wieder runter geht, der Erfolg natürlich. Und auch du hörst auf. Macht ja keinen Sinn. Wir warten, bis die wieder fit sind und dann passt schon. Ah, der Secretary ist der Zeit voraus. Hier, das ist okay. Und jetzt haben wir so viel Zeug. Mittlerweile der Zeit voraus oder fertig geforscht, dass wir jetzt mal weitermachen in Marine. Damit wir da noch was hinkriegen. Immer noch sehen wir grün. Okay, ja, wir warten aber, bis wir das nächste reinmachen. Okay, weiter geht's. Ja, okay, klar. Unsere Konvois sind natürlich auch immer unter Attack. Aha. So. Die Kriegsmarine, der geht es eigentlich noch ganz gut. Ah, da würde ich sagen, lassen wir das mal noch kurz, vielleicht einen Tag lang weitermachen. Ah, hier müssen wir wieder neu kämpfen. Hat sich wieder gesammelt, aber naja, das Saint-Claude haben wir jetzt auch gewonnen. Ja. Wir haben im Moment ein bisschen Unruhe, aber die geht runter. Und jetzt könnte man nicht langsam auch endlich mal versuchen, Idiot. Wir haben doch gebaut. Hier dürfen wir. Rubink. Katowice dürfte man nicht mehr. Radomsko hier. Warum denn nicht? Können wir auch mal. Hier nicht. Hier nicht. In Lodz sind wir auch noch nicht voll auf 5. Einmal weiter. Das hat vor allem den Vorteil, die hier werden mir von den Alliierten nicht zusammengeschossen. Die Fabriken. Das ist doch ganz nett. Wie sieht es denn in Danzig aus? Ja, auch hier weiter. Natürlich. Pultusk, Kork, wie sieht es denn in Warschau aus? Na, die dürfte auf jeden Fall voll loslegen hier. Moment. Ja, auch die machen wir eins weiter höher. Auch wenn ich dann wahrscheinlich jetzt gleich Minus mache in Rares, in seltenen Materialien. Egal. Wie sieht es in Krakau aus? Das ist auf 5. Ich wollte nicht die Division auswählen. Ich will hier schauen, was ich eventuell machen kann. Ja, aber ich glaube, das war es dann auch soweit. Und das war ja eh schon vorher mal ins Johannesburg und Lützen. Ja, okay, dann passt schon. Wir haben ja eh genug IK. Wenn ich jetzt auf Produktion gucke, scheint es aber noch zu gehen. Okay. Ja. Naja, mal schauen, wenn das ganze Geblödel fertig ist hier. Was dann weitergeht. So, nochmal kurz raus mit der Pause. Hier geht es auch weiter. Ja, wir vernichten ihm ja trotzdem was. Das ist schon in Ordnung. Aha, Infrastruktur, Logistics Strike. Wir dürfen also das nächste New Projects. Wollen wir natürlich auch, klar. Und das ist auch
voraus. Logistischer Angriff, das machen wir erstmal raus, bis wir die Schiffe vor allem dann mal alle geforscht haben. Das heißt, wir werden jetzt wieder auf Naval, Zerstörer, Konzentration, Schlachtschiffe und generelle Feuerunterstützung. Weiter geht's. Ja, immer noch grün, alles klar, weiter. Ja, läuft zwar nicht super, aber schauen wir mal. Battle of Breda. Ach, das ist hier unten. Ja, doch, Niederlande, genau. Okay. Eindhoven hat er ja gewonnen gehabt. Jetzt können wir den mal vorschicken und ach, die ist auch wieder soweit fast fit. Dann vor mit dir. Du bist die Heeresdienststelle 6. Da ist die 5. Naja, dann können wir die 6er eigentlich mal hier hinschicken. Und die 7er hier hin. Dann kann nämlich die 88er mit vor. Und jetzt hier die 87 lassen wir mal angreifen. Ja, das scheint sogar zu funktionieren. St. Cloud, das war jetzt wieder da unten, wo wir jetzt endlich wieder durch sind. Aha, wir sind auch jetzt endgültig drinnen im ersten. Jawohl, jawohl. Und hier haben wir immer noch einiges. Na dann rein mit dir und rein mit dir von mir aus und rein mit dir. Sortieren können wir es immer noch später. Ja, und ein Panzer ein bisschen mit vorschicken. Hier unten ist dann trotzdem wieder Ebene. Also eine Combined Arms Brigade können wir ja mit vorschicken. So, menschliche Welle. Weiter geht's. Und weiter geht's. Rein da. Vielleicht reicht's gegen die. Müsste eigentlich. Ja, reicht auch. Wir vernichten ihm auf jeden Fall gut was. Wir machen immer noch kein Minus. Das ist schön. Wir haben hier die schon wieder ziemlich fit. Das ist schön. Den Harte ziehen wir jetzt mal raus. Macht einfach keinen Sinn. Hier gewinnen wir auf jeden Fall lauter Schlachten, das ist schön. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ich muss nur aufpassen, weil der letzte war schon wieder 50 Minuten. Shit, Mann, ich wollte dich doch kürzer machen jetzt endlich mal. Ja. Hier haben wir die 85 und die Heeresdienststelle. Die 84 marschiert schon. Die Heeresdienststelle kann das alleine schützen. Das heißt, die 85 geht mal mit vor hier. Schön. Der Ziegenfuß, der müsste da so angreifen. Ja, soll er machen. Und die 79er ist auch eine reguläre Infanteriedivision. Airbase Strike Tactics, jawohl. Vor mit euch. Schön. Läuft nämlich. Jetzt sollen wir nur noch langsam kriegen. Hier läuft es auch. Greifen wir erfolgreich an. Hier sind wir jetzt auch schon drin in RNSC. In Ordnung, dann können wir nämlich den ganzen Rest hinterher schicken. Ja, unten im Süden noch ein bisschen aufräumen. Er hat natürlich noch keinen Kapitulationsfortschritt, ist klar. 0%, weil er ja noch keine wichtige Stadt verloren hat. Ach du Scheiße. Jetzt hat es aber geknallt. Der hat mir einen schweren Kreuzer Lützow versenkt. Was ist das hier? Ja, auf jeden Fall was Größeres. Ich habe einen leichten Kreuzer, einen Zerstörer. Und was ist das? Ja, das muss wohl auch irgendwie auf jeden Fall so ein Schlachtkreuzer oder sowas vielleicht sogar sein. Oder ein größeres U-Boot. Aber der hat mir ja richtig was vernichtet, ey. Holla. Na toll. Also die Kriegsmarine können wir jetzt wegschmeißen. Die wird sich an der Invasion Englands nicht beteiligen. Ja, Rückzug auf jeden Fall. Die sind ja komplett weg. Die sind ja total weg. Ach du Scheiße. Na toll. Da habe ich nicht aufgepasst. So, die 78. Ja, die möchte ich eigentlich nicht mit vorschicken. Das ist doch schon wieder Mist. So, da unten werden wir doch hoffentlich langsam auch mal kriegen.
So nach Sedan, ja, können wir ja sogar im Prinzip die Infanterie schicken. Das ist einfach mal das 36., also die 27. hier rein. Was? Ohne Anführer? Ja, ich bin ja ein Spasti. Naja, egal. Geht jetzt mal da rein. Okay. Ja, und den Rest verteile ich dann beim nächsten Mal offscreen. So, jetzt gucken wir noch kurz 2 Sekunden. Was jetzt mit der Kriegsmarine? Kriege ich die jetzt weggezogen? Du kannst mal ein Rebase machen hierhin von mir aus. Hallo? Aha, Rebase. Ja, du bist ja voll im Sack. Also das hat sich jetzt erledigt. Die ist weg. Tja, so viel also zu meiner Marine. Na, ja, hoffentlich schaffe ich die Invasion. Ohne große Marineunterstützung. Den Diebold würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Aber der hier kann mit rein. Und der. So, der Rest bleibt stehen. Zwecks auch Sicherung. So, hier oben haben wir auch was gewonnen. Jawohl, das hat er allein geschafft. Sehr gut. Aha, jetzt ist auch der nächste mit drin. Es wird erfolgreich. Albert will. Zack. Und weitere werden vernichtet. Das ist in Ordnung. Jetzt, wenn wir hier jetzt schauen, der hat auf jeden Fall wie. Was ist denn hier los? Die nationale Identität ist aber ganz schön hoch. Mir fehlen nur noch 2 Städte und der leistet immer noch Widerstand. Gibt's ja nicht. Ja, die ganze Maschinenlinie ist natürlich Siegprovinz hier bei den Franzosen, finde ich klasse. Allerdings rücken wir hier schon auf eine Siegprovinz vor. Und hier auch. Lyon. So, er würde mich gerne angreifen. Naja, da dürfte nichts passieren. Nee. First of Force. Jo, also das klappt. Aber jetzt ist natürlich... Scheiße, meine Marine ist im Arsch. Verdammt. Vielleicht hätte ich die noch nicht unbedingt vorschicken sollen. Aber ohne ist es auch sinnlos. So, jetzt mit dem blöden Brüssel. Mal schauen, wie wir hier weitermachen. Also du kannst wieder angreifen. Du wirst rausgezogen. Dann hätte ich hier noch den Miet. Auch der kann wieder angreifen, bitte. Jawohl, und wir haben wieder einen Para-HQ, ja, eine ganze Fallschirmarmee. Ach, bin ich dumm. Wieso habe ich jetzt No Need gesagt? Natürlich hätte ich Need gehabt dafür. Genau die hätte ich haben wollen. Ah, Idiot. Naja, da müssen wir es uns selbst erstellen, was soll's. Also, meine U-Boote wirken definitiv. Ob ich jetzt welche verliere, ganz ehrlich, ja, muss ich mit leben. Werde ich, glaube ich, einfach so zulassen. Ihr dürft alle noch vor. Ach, die Leibstandarte ist ja auch noch hier. Da müssen wir mal schauen, wo das Panzergeneralkommando steht. Das steht nämlich noch ziemlich weit unten. Das würde ich jetzt mal nach Zürich schicken. Mindestens. Na, eher vielleicht nach Spiez. Und das Hauptamt, wo die hier angeschlossen sind. Ohne Anführer. Lustig. Nicht. Nach Leutkirch. Und das große Hauptamt nach Leutkirch schicke ich die. Dann schicken wir das nur nach Nürnberg. Das passt doch. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Erfolg kriegen hier. Ja, wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich ohne Marine machen müssen. Ich hoffe, meine Transporter überleben das. Wir mal schauen. Ja, hier werden wir angegriffen, aber wen interessiert das? Aktives Sonar. Jawohl, das sind aber alles Forschungen, die dann automatisch rausgehen, ne? Ja. Blöd. Das ist natürlich jetzt scheiße mit dem Para-HQ.
Okay, also hier wird auch schon weiter. Airbase Strike Tactics, ich glaube, das kann ich erstmal rausmachen. Ja, das ist 41er. Ich mache jetzt erstmal die 41er Marine. Handelskriegführung, Kreuzerkriegführung, Training und Aufklärung bitte. So. Dann haben wir nämlich das alles drin. Da wird ja auch schon was geforscht von. Aber das sind auch alles Sachen, die werden sehr spät jetzt erst fertig. Die werden wahrscheinlich erst 41 fertig. Ich meine, was da steht jetzt mit Mai und Oktober, das stimmt nicht, weil sobald wir das Jahr 41 erreichen und der Fortschritt ja schon relativ oben ist, wird das wahrscheinlich schon im Januar fertig. Aber im Moment steht es halt auf 41. Aber gibt noch einige Sachen, die schnell genug fertig werden. Wenn wir jetzt auf Prototypen gucken, kann ich nämlich hier ja auch schon bald weitermachen. Wenn nämlich das hier und das hier geforscht ist, kann ich hier weitermachen. Auf den 41er Status. Ja, Helikopter werde ich so schnell nicht brauchen. Dürfte ich aber sogar schon forschen. Okay, cool. Ja gut, die CAGs, die nächsten, die sind schon auf 44er Status, die Carrier Air Group. Die sind also schon ziemlich gut. Das lassen wir mal so. Ja gut, wie gesagt, mein Panzerkeil eigentlich ganz erfolgreich. Im Moment mal schauen, wie weit wir reinkommen. Hier unten passiert auch ziemlich viel, das finde ich cool. Da schaffe ich auch gut was. Ja, in Genf brauche ich jetzt auch niemanden mehr stehen lassen, die können mit vor. Weil ich bin ja schon hier weiter. So. Dann haben wir nämlich bald Lyon. Ja, Transporter funktioniert definitiv. Was mir jetzt Sorgen macht ein bisschen, ist mein Plan dann, dass ich ja nach England muss. Wir haben jetzt schon den 18. Juni, also ich werde in Frankreich auf jeden Fall auch lange brauchen. Genauso wahrscheinlich wie in Ahoy Mod, vielleicht sogar länger. Also ich werde definitiv bis August benötigen, bevor ich überhaupt davon träumen kann, hier mal eine Invasion zu starten. Naja, wenn es dumm läuft, kann ich die S41 starten. Und so lang bombardiert er mich natürlich. Toll. Toll. Ja, die Sachen dann, ob ich da eventuell was IK-mäßig baue, muss ich mir anschauen. Im Moment ist wahrscheinlich eh alles total unten. Ja, da ist überhaupt nirgendwo irgendwas. Ah, in Eindhoven, ja, es wird gerade repariert, genau. Also wir haben genug IK, dadurch machen wir auch immer noch schön Plus. Aber jetzt muss ich natürlich echt mal schauen. Na toll. Also ich habe ja im Prinzip, was ist denn mit der Kriegsmarine passiert? Das gibt's ja nicht, ich habe nicht einmal verloren. Der hat ja mir alles zusammengeschossen. Da ist ja nichts mehr drin. Also gerade noch die Schlachtschiffe. Das sind ja Schlachtkreuzer. Ja, und die Schlachtkreuzer. Okay, schwere Kreuzer, alle weg. Alle drei. Tschüss. Ist ja toll. Die leichten Kreuzer sind fast alle weg. Bis auf einen. Das ist natürlich klasse. Aber so einen schweren Kreuzer, wenn ich jetzt nachbauen will, ich meine, wir können uns ja den Spaß jetzt mal machen. Schwere Kreuzer, ich brauche sie ja eh wieder. Bau mal drei Stück davon, ich darf gar nicht mehr. Aha, jetzt ist schon wieder Schluss. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Ding, dass ich nicht produzieren darf. Aus welchem Grund auch immer. Weil es angeblich zu viel ist, ja. Cool, das heißt nämlich, ich darf wahrscheinlich auch nicht mal mehr ein neues Korps bauen. Nö. Wenn wir jetzt mal schauen. Irgendeins, was nicht in irgendwo zugeordnet ist. Wenn wir jetzt das Einsatzkommando nehmen. Doch, darf ich noch. Doch, das ist noch nicht grau hinterlegt. Das darf ich. Und warum darf ich dann keine schweren Kreuzer bauen? Weil ich nicht drauf war. Mein Gott, bin ich blöd.
Produzier das. Ja, Stralsund, Dortmund, Düsseldorf. Ja, mach halt mal. Gut, 41. Geht ja noch. Aber, puh, die hat er mir ganz schön zusammengeschossen. Die Kriegsmarine, die ist fort. Toll. Ja, gut, bis hierhin mal. Danke fürs Zuschauen. Ist schon wieder ein wenig länger geworden, als ich wollte eigentlich. Aber wenigstens keine 50 Minuten. Mal schauen, wie lange wir hier brauchen. Also Erfolge haben wir, definitiv. Maritim können wir, glaube ich, erstmal vergessen. Weil meine Marine muss ich jetzt echt sparen, dass ich vielleicht wenigstens halbwegs erfolgreich in England landen kann. Mal gucken, ob wir es vielleicht im August irgendwie starten können. Dazu müssten wir jetzt endlich mal hier durchkommen. Weil hier dürfte es dann schnell gehen. Wenn wir die Festungen hier in Belgien haben. Den ganzen Rotz. Ja, die sind ja voll im Arsch. Das kannst du ja vergessen. Also Schluss. Mach nicht mehr, bitte. Stattdessen schicken wir lieber mal die 33. rein. Scherzeshalber. Aha. Und schon geht es besser. Okay. Naja, gut. Das müssen wir uns mal anschauen. Ungarn hätte gern. Na, sag schon Nachschub. Können sie haben. Ja, wie gesagt, bis hierhin. Danke fürs Zuschauen. Marine hat sich erstmal erledigt. Also auf jeden Fall meine Kriegsmarineflotte ist total im Sack. Wo hatten die mir die so zusammengeschossen? Was ist denn da passiert? Meine Fresse, ey. Total vernichtet. Was haben wir hier noch? Nicht die U-Boot-Flotte, da steht doch noch anderer Scheiß. Ach so, natürlich, das sind ja die, das ist die Transportflotte, ja, die gut, die bringt mir ja gar nichts. Doof. Na gut. Wir sehen uns im nächsten Part, wo ich hoffentlich dann endlich mal wenigstens Holland fast wegkriege. Bis dahin.